Und willkommen zu Patricks Vlog. Ich habe mich heute auf meinen alten Spielplatz gesetzt. Da hinten bin ich groß geworden. Ja, da habe ich rumgetollt, als ich ein kleines Kind war. Die große Birke da, die war, als ich klein war, auch eine ganz kleine Birke. Ja, hinten dran ist übrigens ein Friedhof. Grundsätzlich wäre das für das Thema heute eigentlich angemessener gewesen, aber der Friedhof hier ist genauso tot. Insofern tut sich das nicht viel. Obwohl, hier liegen gerade noch ein paar Kinderspielzeuge, so Sandkastenformen. Das heißt also, irgendjemand muss hier noch leben. Aber wie wir wissen, auf dem Eschberg, das ist eine Totensiedlung, da leben nur noch alte Leute und Kinder werden hier nicht mehr geboren, weil, ehrlich gesagt, ich verstehe, warum niemand mehr Kinder haben will. Guter Übergang, ich will, das ist der Titel des Videos. Und ich möchte heute darüber sprechen, warum ich für mich in meinem Leben keine Perspektive, keine Zukunft mehr sehe, weil ich verstanden habe, jetzt so langsam, was mein Problem mit anderen Menschen ist und es ist systemisch nicht zu fixen. Im Grundsatz ist es das, die Alpha-Beta-Impedanz, das wäre nochmal eigentlich ein Thema für ein anderes Video, aber dem zu subsumieren ist die Problematik, dass ich will, und die killt alles. Das heißt, wenn ich über Ich will rede, habe ich eigentlich schon das meiste mit abgegriffen. So, was ist das Problem? Ich bin niemand, der muss. Ich bin niemand, der will. Und das macht mich für die Menschen draußen völlig inkompatibel. Mit schwerwiegenden Folgen in der Interaktion mit mir für die anderen Menschen, die so schwer, negativ schwerwiegend sind für sie, dass sie gegen mich ihre Aggressionen richten müssen, die sie gegen sich selbst richten, weil sie erkennen, wie ich bin und deswegen nichts mit mir zu tun haben wollen. Also, ich will. Was ist das Problem bei ich will? Als ich ein kleines Kind war, in der Grundschule, habe ich eine Comic-Zeitschrift rausgebracht. Mein Minus, dass die vielleicht jetzt nicht der Wurf aller Dinge war und dass ich verstanden habe, dass Zeichnen vielleicht nicht das Ding für mich ist. Aber wisst ihr, warum ich das damals rausgebracht habe, dieses Udo der Lausbub, das Comic-Magazin? Weil ich das wollte. Es hat mich niemand dazu gezwungen. Gut, als ich mit 10 Jahren bei uns in der Schule, um 1983 war das, meine Pausen anstatt auf dem Schulhof im Computerraum verbracht habe. Warum habe ich das gemacht? Weil ich es wollte. Niemand hat mich dazu gezwungen. Ich wollte im Computerraum sein. Ich musste es nicht. Als ich 1983 meinen ersten Heimcomputer bekommen habe, warum habe ich den gekriegt? Weil ich ihn wollte. Ich habe meine Eltern angebettelt, einen Heimcomputer zu kriegen. Warum? Weil ich programmieren wollte. Ich will. Okay? Ich musste das nicht. Als ich Gitarre spielen angefangen habe, ich kann nichts mehr im Moment, das ist ganz schlimm. Ich habe Alice heute, gestern Abend und heute versucht aufzunehmen. Ich habe den Synthesizer gespielt, Stück Gitarre. Das einfach nicht mehr geht, ich muss das nochmal alles lernen. Aber warum habe ich mit 13, 14 Gitarrenunterricht genommen? Ich musste das nicht. Ich wollte es. Mit 15 habe ich meinen ersten Synthesizer gekriegt. Und habe dann Synthesizer-Musik aufgenommen. Rat mal, warum ich das gemacht habe. Ich wollte das tun. Ich musste es nicht tun. Niemand hat mich dazu gezwungen. Es war meine eigene Entscheidung. Ich wollte es tun. Irgendwann mit 18 habe ich dann, nicht mit 16, 15, 16, damals hatte ich auch noch eine Vierspur bekommen. Irgendwann mit 19, 20 habe ich dann, es muss so 21 gewesen sein, 21, habe ich dann mein erstes Gewerbe angefangen, mein Tonstudio, um Bands aufzunehmen. Warum habe ich das gemacht? Niemand hat mich dazu gezwungen, ein Tonstudio aufzumachen. Okay? Niemand hat mich dazu gezwungen, das gesamte Geld meines
das ich verdient habe, im Zivildienst zu nehmen, um damit Geräte fürs Tonstudio zu bezahlen. Warum habe ich das gemacht? Weil ich es wollte. Sollen wir weitermachen? Das war ja erst die Kindergartenzeit und die Schulzeit. Als ich angefangen habe damals in der Videoproduktion, warum habe ich damals das gemacht? Niemand da gestanden, mich gezwungen. Ich habe das Black Rose Project angefangen, weil ich es wollte. Als ich die Workshops in Mannheim veranstaltet habe, wer hat mich da gezwungen? Niemand. Warum habe ich die Workshops veranstaltet? Weil ich das wollte. Als ich auf die Straße als Straßenperformer gegangen bin, ein paar Jahre lang, und habe Shibari-Auftritte gemacht. Warum habe ich das gemacht? Hat dazu jemand gezwungen? Nein, ich wollte es. Als ich damals das Affiliate-Marketing angefangen habe, 1998, warum habe ich das gemacht? Hat mich dazu jemand gezwungen? Nee. Ich habe es gewollt. Ich wollte es tun. Deswegen habe ich es getan. Als ich Con-Reporter angefangen habe, hat mich irgendjemand dazu gezwungen, auf Messen und Conventions zu gehen, um andere Leute zu interviewen? Nein. Ich habe es getan, weil ich es wollte. Als ich Visioretron angefangen habe, eine Heimcomputershow, hat mich dazu irgendjemand gezwungen? Nein, ich wollte es tun. Als ich angefangen habe, Patricks Live-Support, um, sagen wir mal, analytisch Probleme zu betrachten, hat mich dazu irgendjemand gezwungen? Nein. Warum habe ich es gemacht? Weil ich es wollte. Als ich das Vlog hier angefangen habe, hat mich irgendjemand dazu gezwungen? Nein. Warum habe ich es angefangen? Weil ich es wollte. Als ich meiner Freundin angeboten habe, ich baue eine Existenz für dich auf, hat mich irgendjemand dazu gezwungen? Nein. Warum habe ich es getan? Weil ich es wollte. Als ich letztens jetzt wieder angefangen habe, meine Musik auszupacken, damit ich meine Bucketlist abarbeite und meine CD aufnehme. Keine CD. Vielleicht wird es eine CD. Keine Ahnung. Warum habe ich das getan? Weil mich irgendjemand dazu gezwungen hat? Nein. Warum? Weil ich es wollte. Als ich festgestellt habe, ich möchte ganz gerne ein Sisters-artiges Projekt machen, weil mir die Basslinien so gut gefallen. Und ich brauche jemanden, der Bass spielt. Und es war niemand da, der Bass spielt. Was habe ich getan? Ich habe angefangen, Bass zu lernen. Hat mich dazu jemand gezwungen? Nein. Warum habe ich es getan? Weil ich das wollte. So. Und das geht mein ganzes Leben lang durch. Ich tue mit meinem Leben, in meinem Leben Dinge, nicht weil ich sie muss, sondern weil ich sie will. Und auch, als ich damals den Job angefangen habe in der Java-Entwicklung, habe ich den Job dort nicht angefangen, weil ich das musste, sondern weil ich Java entwickeln wollte. Okay? Ich will etwas tun. Und auch wenn ich mich jetzt bewerbe, um Tapeten von der Wand runter zu kratzen, dann will ich das tun, weil ich nämlich eine klare Ansage will. Diese Wand, diese Tapete runterkratzen. Deswegen bewerbe ich mich auf den Job. Ich bewerbe mich nicht auf den Job, weil ich das muss, sondern weil ich diesen Job will. Okay? Und das macht mich alles komplett inkompatibel mit anderen Menschen. Inwiefern? Erklärung ganz folgend. Wenn ich etwas will und nicht muss und ich tue es, passiert etwas. Ich lerne, es zu tun. Wenn du etwas nicht willst, wirst du da drin nie gut werden. Wenn du aber etwas willst, dann wirst du irgendwann gut da drin. Wenn du aber gut da drin geworden bist, kannst du etwas. Die Voraussetzung, etwas zu können, ist, es zu wollen. Wenn aber alle nur müssen und niemand was will, kann niemand mehr etwas. Das meine ich ernst. Ich arbeite jetzt 3 Monate dran, Bass spielen zu lernen. Für meine Zwecke bin ich ganz zufrieden. Da ist noch eine Menge Platz nach oben, das sehe ich, weil ich erst bei Übung Nummer 20 bin. Aber die Songs, die ich spielen will, werde ich so irgendwie hinkriegen. Ich bin, was soll ich sagen, ich finde es okay. Also es reicht für mich im Moment. Ich sehe noch Luft nach oben und möchte diese Luft auch gerne atmen. Nicht falsch verstehen. Ich möchte noch besser werden.
Aber es ist okay. Ich habe das erreicht, was ich wollte. Ich werde meinen Bass so spielen können, wie ich den will. So. Aber da die anderen Leute ja nichts wollen, können die nichts. Und dann kommen wir wieder in diese Alpha-Beta-Impedanz rein. Weil ich ein Alpha bin und Dinge tun will, um Erfolg zu haben, und die Betas nichts tun wollen, haben die mit mir ein Riesenproblem. Punkt Nummer 1. Ich kann was. Das heißt, die können es nicht, ich kann es. Und wie reagiert ein Alpha? Super, davon kann ich profitieren. Zudem bin ich mal nett, irgendwann wird sich das für mich garantiert lohnen. Weil der hat was drauf, von dem kann ich profitieren. Ein Beta wird sagen, oh mein Gott, der kann ja nicht, der kann ja was. Dann merkt er, ich kann nichts, dann wird der mich scheiße finden. Oder wenn jemand anderes merkt, dass ich es nicht kann, dann werde ich ja schlecht bewertet. Dann kriege ich ja ein Dislike und dann ist die Welt für mich nicht mehr in Ordnung und ich habe Angst, dass alles zusammenbricht. Nein, also dass da jemand gut ist, das darf so nicht bleiben. Dann bestünde die Möglichkeit, er wird selber besser. Das kann er aber nicht, weil er nicht will. Und dann muss der andere natürlich erniedrigt und gedemütigt werden. Deswegen sind so viele Leute aggressiv gegen mich, weil ich was kann. Das ist das einzige Problem bei der Geschichte. So, und völliges Unverständnis ergibt sich, weil diese Betas da draußen nicht mehr verstehen, was die zwei Worte "ich will" bedeuten. Die Gehirnwäsche der letzten 20 Jahre war so erfolgreich, niemand mehr da draußen will etwas mehr. Die sind so satt, so selbstgefällig oder so verzweifelt und hoffnungslos, jemals mit ihrem Leben irgendetwas zu erreichen, was sie wollen, dass sie aufgegeben haben. Und in ganz speziellen, also fast schon den überwiegenden Anzahl der Fällen, frag mal nach, was willst du eigentlich mit deinem Leben? Du wirst keine Antwort kriegen, die verstehen die Frage nicht. Der Punkt ist schon erreicht, dass du, wenn du sagst, ich will, du nicht mehr verstanden wirst, was du gesagt hast. Ja, aber Patrick, das ist doch Quatsch, jeder versteht, was ich sage, wenn du sagst, ich will. Nein, ich wage zu widersprechen. Basierend auf der Beobachtung der letzten 2 Jahre, dafür, dass ich versucht habe, für Conreporter und Patricks Live Support, Visio Retron, irgendeine Esoterik-Show und jetzt auch Musikanten zu finden, die mit mir gemeinsam was machen. Die Frage von mir war nämlich immer eines: Willst du was mit mir machen? Und die Antwort war nie nein oder ja. Die Antwort war, ich kann ja nichts. Und meine Antwort darauf war, Entschuldigung, du hast die Frage falsch verstanden. Ich habe nicht gefragt, ob du singen kannst. Ich habe nicht gefragt, ob du Bass spielen kannst. Ich habe nicht gefragt, ob du moderieren kannst. Ich habe nicht gefragt, ob du schon mal 20 Mal auf einer Messe warst und jemanden interviewt hast. Das war nicht die Frage. Meine Frage ist, willst du das tun? Hast du daran Spaß? Würdest du das gerne machen? Und dann schauen sie dich noch viel entsetzter an, weil sie noch mehr nicht verstehen, was du gesagt hast. Das meine ich ernst. Wenn ich frage, willst du etwas tun, versteht man mich nicht mehr. Die zwei Worte "ich will" werden nicht mehr verstanden. Niemand mehr da draußen will was, weil er gar nicht mehr versteht, was es heißt zu wollen. Weiß er aber nicht mehr, was bedeutet "ich will", hat er auch nicht die Motivation, was zu tun, weil er will es ja auch nicht. Hat aber nicht Motivation, es zu tun, tut er nichts mehr. Tut er nichts mehr, lernt er nichts mehr. Kann er nichts mehr? Und weil er ja nichts kann, kann er ja auch nichts tun. Und das ist doch ganz einfach. Und weil er ja nichts tun kann, macht es ja auch gar keinen Sinn, irgendwas zu wollen, weil er könnte es ja sowieso nicht erreichen, weil er es noch nicht kann. Und ich stehe vor ihm und sage, du, ich habe mit 43 Jahren, habe ich es erwähnt? Nee, habe ich ihm nicht erwähnt. Ich habe mir 43 Jahren vom Schrott ein Longboard gezogen. Ich wollte ausprobieren, ob das was für mich ist. Ich habe festgestellt, ja. Und jetzt fahre ich seit 5 Jahren Longboard. Nicht besonders gut, aber ich falle nicht ständig auf die Fresse und ich habe meinen Spaß dabei. Ich bin einer von den 2 Oppas in der Saarbrücker City, die Longboard fährt. So, wenn ich jemanden frage, willst du mit mir Longboard fahren? Kommt auch immer nur, ich kann es nicht. Ja, das war aber nicht die Frage. Willst du mit mir Longboard fahren? Weil, wisst ihr, wie lange es dauert, genug zu lernen, dass man nicht auf die Fresse fliegt? 1 Woche, 2? Das ist kein Witz. 1 Woche, 2 reichen.
Die Frage ist nicht, kannst du Longboard fahren? Die Frage ist, willst du Longboard fahren? Und irgendwo für 30, 40 Euro ein Longboard aufzutreiben, kein Problem. Und wenn das Geld nicht da ist, weil alles, dann gehe ich irgendwo hin, sammle Flaschen, kauf die für 40 Euro ein gebrauchtes Longboard, gib der Frau oder dem Typen dann das Longboard, damit wir gemeinsam was tun. Weil ich will's ja. Ich will mit den Leuten gemeinsam was machen und deswegen versuche ich es möglich zu machen. Dann gehe ich im Notfall Flaschen sammeln. Aber weil alle anderen drumherum nur gerne etwas würden, Konjunktiv 2 sind, aber nie etwas werden wollen, werden tun, weil sie es ja nicht wirklich wollen, weil sie dafür etwas tun müssten, weswegen sie auch scheitern könnten. Und weil sie ja sowieso nichts tun können und nie was lernen können, stehen sie dann da vor mir und ich bin das Problem. Weil die Leute merken, oh, ich müsste ja nur eine Woche was tun und ich könnte Longboard fahren. Dann könnte ich ja hinfallen. Oder es sähe vielleicht nicht so cool aus. Oder die Schminke verrutscht. Nein, das kann ich ja nicht machen. Das geht ja auf gar keinen Fall. Dieser Mechanismus, dass die Leute nicht mehr verstehen, was ich will, bedeutet, sodass sie nichts mehr tun, sodass sie nichts können, führt dazu, dass niemand mehr etwas kann. Und weil niemand mehr etwas lernt, können die Leute auch nicht mehr lernen. Wirklich, die Diskussion läuft so, fahr mit mir Longboard, kann ich nicht. Na super, die Frage war ja auch nicht, kannst du es, willst du es? Ah ja, ich kann es aber nicht. Das ist auch kein Problem, dann lernst du es. Ah, ich kann es nicht lernen. Ah, warum kannst du es denn nicht lernen? Ja, ich weiß nicht, falle ich herunter. Ja, das ist normal. Bin auch zweimal auf die Fresse gefallen. Wenn man etwas lernt, macht man Fehler. Ja, nein, ich will aber keine Fehler machen. Ja, dann kannst du aber nichts lernen. Ah ja, ich weiß. Deswegen kann ich auch nichts. So, und nachdem die sich dann die Frage beantworten mussten, ich kann nichts, und der andere merkt, dass ich nichts kann, und ich auch nicht mal was lernen kann, und der Typ stellt sich hin mit 43, lernt Longboard fahren. Der Typ stellt sich mit 47 hin und sagt, ah jo, ich brauche einen Basser, also lerne ich Bass. Ist ja kein Problem. Was ist das Problem dabei? Was hast du für ein Problem? Du nimmst einen Bass, den du sowieso schon hast im Zweifelsfall, und lernst dann Bass spielen. Hast eine Bassschule, hast einen Bass, hast ein Metronom. Let's go. Und YouTube hast du Tutorials. Was ist das verfickte Problem dabei? Ja, ich habe ja keinen Lehrer. Ja, der Lehrer lernt es nicht, du lernst das. Ja, ich kann aber nichts lernen. Weiß ja nicht, wie das geht. Ja. Ich kann nicht mit anderen Leuten mehr nichts mehr machen, weil die nichts können. Weil daran könnte man was ändern, die könnten ja was lernen. Aber niemand mehr da draußen kann was lernen, weil er nichts lernen will, weil er Angst hat davor, was falsch zu machen. Und weil jeder dann erkennt, wie schlecht er ist und dass er keine Möglichkeit mehr hat, daran was zu ändern, weil er in dieser Opferrolle gefangen ist, steht da der Patrick als das leuchtende Beispiel, der was kann. Und wer ist das Problem? Okay. Im günstigsten Fall sagen die Leute dann, naja, mal vielleicht, ah ja, mal schauen. Das ist so die typische Verlierergequatsche. Ein Gewinner sagt folgende Dinge. Ja, ich mach's. Oder er sagt, nein, ich mach's nicht. Darauf können sich andere Gewinner einstellen. So kann man zusammenarbeiten. Die Loser gehen hin und sagen, ja, vielleicht, mal schauen. Kein Gewinner wird mit irgendjemandem zusammenarbeiten wollen, der nicht sich auf irgendwas committet. Nochmal ein anderes Thema wird. Ich habe für meine Musik mal eine sehr konkrete Absage bekommen von jemandem, der ziemlich gut war. Ich habe das voll respektiert. Der war ein Gewinner. Ich gehe anderes Mal vielleicht drauf ein. Ja, aber ich habe letztens zum Beispiel nochmal eine Dame gefragt, hey, wir machen hier Rapmusik. Ich habe jetzt gerade ein Musikvideo gedreht für eine Bekannte. Möchtest du bei uns singen oder tanzen? Wir könnten die mal gebrauchen. Ich kann mir vorstellen, dass dein Lächeln sich super machen würde im Video, weil ich vom Typ her, glaube ich, bist du ein echter Gewinner für die Sache. Ja, nee, ich weiß nicht. Ich kann nicht singen. Ja, okay. Ich kann auch nicht singen. Sind wir alle im selben Boot. Warst du schon mal im Kinderchor oder sowas? Ah ja? Na, dann kannst du ja singen. Was ist das Problem? Kommst rüber, Büro ist direkt hinten über die Schienen, Luftlinie sind das 200 Meter. Kommst vorbei, gibst einen Kaffee, hörst dir mal die Sachen an. Wenn du Bock hast, machst du es dann. Ja, vielleicht mal schauen. Ist doch okay, wenn man Nein sagt. Nee, ist es nicht, weil dann wird man ja nicht gemocht.
So, und ich bin an dem Punkt, wenn mir nicht jemand in der Lage ist, ein Ja oder Nein zu geben, mag ich die Person nicht mehr. Also das ist für ein Beta, ist die Taktik, ich committe mich nicht auf ein Ja oder Nein, die Folge, dass ich keinen Bock mehr habe, mit denen was zu tun. Warum? Ja, weil ich ganz genau weiß, da kommt nichts zurück, da wird nie was zurückkommen. Du musst jemanden nur fragen, willst du was machen? Und wenn er die Frage nicht versteht und dir auch ausweichend antwortet mit, ich kann's ja nicht, weißt du schon mal Nummer eins, der hat die Frage nicht verstanden, der weiß nicht, was wollen bedeutet. Weißt du aber nicht, was wollen bedeutet, wird er nichts wollen, hat nie was getan, hat nie was gelernt, kann nichts. Mit Leuten, die nichts können, was willst du mit denen machen? Es ist kein Problem, was mit Leuten zu machen, die nichts können, aber bereit sind zu lernen. Weil das brauchst du ja ständig. Aber es ist ein Riesenproblem, was mit Leuten zu machen, die nichts können, nichts lernen, nichts wollen und nie werden. Das sind im günstigsten Fall dann noch konjunktiv zwei Persönlichkeiten, die dir erzählen, dass in irgendeiner fernen, aber ganz hervorragenden Zukunft die Sonne scheint und sie irgendwann erscheinen werden auf deinem Stammtisch, wenn sie mal irgendwann werden würden. So, die hassen mich, weil sie ganz genau sehen, der macht was. Die bewundern mich nicht dafür, weil sie sehen, wie scheiße sie selber sind. Und dann gibt's nur zwei Möglichkeiten. Drei. Profitieren von mir und nett zu mir sein, aufdatieren, damit sie auf meinen Stand kommen, oder mich runtermachen. So, und aber ich bleib auf jeden Fall allein. Dadurch, dass ich will und ich Dinge tue und ich Dinge lerne und danach Sachen kann, bin ich völlig ungeeignet, mit irgendjemandem da draußen noch was zu machen. Weil da draußen niemand mehr will, niemand mehr kann, niemals mehr wird. Und die Leute mich deswegen hassen, weil sie genau das erkennen. Die einzige Möglichkeit, mit Menschen draußen noch gemeinsam nichts zu tun, weil sie nichts können, ist selber nichts zu machen. Ja? Für sowas braucht man geschätzt IQ 130, ein Abitur und 10 Jahre auf der Uni rumgelungert. Um das verstanden zu haben, dass die einzige Chance in seinem Leben ist, nichts zu können und mit anderen nichts zu machen. Genauso hat man danach was getan. So, ich habe mich persönlich ganz ehrlich dazu entschlossen, ich habe keine Lust mehr mit so Leuten, mich auch nur abzugeben. Weil ich möchte mit meinem Leben was machen. Ich will. Okay? Ich will. Und ich will nicht, ganz wichtig, ein Gewinner sagt nein. Ein Gewinner sagt nicht vielleicht oder mal schauen oder dann gucken wir mal. Ein Gewinner sagt nein, ich will nicht oder ich will. Und ich will definitiv nicht mich mit jemand an den Tisch setzen, der mir erzählt, ja mal schauen. Ich will mich mit jemandem an den Tisch sagen, der sagt, nein, ich will nicht. Das ist in Ordnung. Wenn ich jemanden frage, hey, hast du Bock in der Band zu singen? Dann sagt die Person, nee, habe ich nicht. Dann sage ich, so cool, dank dir, schönen Tag noch. Die können zum Beispiel sagen, hey, ist nicht meine Musik. Viel Spaß und viel Erfolg weiterhin. Dann sage ich, ja, danke, mache ich gerne. Und ich hau rein. Nein, ich weiß nicht, hör mal schauen, keine Ahnung, ich melde mich. Wenn mir jemand meine Frage nicht versteht, ob er will oder nicht klar committen kann, ob er will oder nicht will, sind die Leute durch. So, und da das alle sind, niemand anders mehr anders ist, werde ich niemals mehr mit Leuten was zusammen machen. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist meine Zeit nicht wert. Es ist meine Zeit nicht wert, mich 10 Minuten mit irgendeiner Person zu unterhalten und sie aufzupäppeln und jetzt verständlich zu machen, dass um etwas zu tun, man wollen muss und man es dann kann, wenn man es getan hat, weil man es wollte. Ich mache das nicht mehr. Ich habe das jetzt die letzten 2, 3, 5 Jahre durchexerziert bis zum Erbrechen. Und ich mache das nicht mehr. Ich profitiere davon nicht. Ich arbeite mich nur ab an Leuten, die nichts können und nichts wollen. So, ganz einfach. Eigentlich geht es nur darum, hat man vor sich einen Beta, der nichts in seinem Leben auf die Reihe kriegen will. Schritt Nummer 1, sprich ihn an. Reagiert er wie eine Ratte, die in die Ecke getrieben ist, hat die Frau oder der Typ noch nie gelernt zu kommunizieren oder ein soziales Netzwerk aufzubauen. Weil Ansprechen gehört zum normalen sozialen Aufbau von Netzen. So, das heißt, er hat keins. Hat er keins, profitiert er von niemandem und niemand profitiert von ihm. Und dann werde ich auch nicht der Erste sein, der von ihm profitiert. Das heißt, die Geschichte ist auch schon mal durch, erledigt. Ist die Person aber noch in Lage zu sprechen? Sie versteht aber meine Frage nicht, sind wir gerade eben durchgegangen, willst du? Und dann kommt irgendeine andere Antwort. Dann brauche ich das auch nicht, weil sie will nicht. Will sie nicht, kann sie nicht, wird sie nicht, wird kein Ergebnis. So, brauche ich auch nichts mit zu tun. So,
wenn du etwas werden möchtest, musst du dich immer mit den Menschen umgeben, die das sind, was du werden möchtest. Wenn du in deinem Leben was erreichen möchtest, musst du dich mit Leuten umgeben, die in ihrem Leben was erreichen möchten. Wenn du dich ausschließlich umgibst mit Leuten, die in ihrem Leben nichts erreichen wollen, nichts können, nichts wollen, nichts werden, keinen Plan haben für ihr Leben und keine Ziele, ist das Günstigste, was du erreichen kannst, einer zu werden, von ihnen zu werden. Und das will ich nicht. Das ist nicht meine Natur. Ich werde kein Typen in den Arsch ficken, weil ich nicht schwul bin. Und ich werde zukünftig mich mit keinem Menschen mehr in meiner privaten Zeit abgeben, die mir erzählen, ja, ich weiß nicht, mal schauen, mal gucken, ich melde mich. Mach ich nicht. Nein, ist okay, ja, ist okay. Dazwischen gibt's nichts. Sorry, keinen Bock. Die Sache ist jetzt für mich gestorben. Ich habe auch keinen Bock, mich anfeinden zu lassen, weil ich was kann, weil ich was lerne. Leckt mich alle am Arsch. Ganz im Ernst. Ich setze mich stundenlang hin und lerne was, um irgendwas zu erreichen. Dann kommt jemand, der in seinem Leben noch nie was gelernt, noch nie was erreicht hat und erzählt mir, dass ich scheiße bin. Was soll ich denn damit? Fun Fact. Wenn du hingehst zu irgendjemandem, der tatsächlich was kann, was macht er, wenn du ihm was zeigst? Er wird dich loben. Warum? Ganz einfach, weil er ganz genau weiß, wo du stehst, weil er war da auch. Jemand, der noch nie was in seinem Leben gelernt und gekonnt hat, der versteht nicht, was du da machst. Ich habe noch keinen anderen YouTuber, Moderator getroffen, der ein schlechtes Wort über meine Videos verloren hat. Ich habe eine Menge Leute, die noch nie in ihrem Leben was geleistet haben auf YouTube oder auf das auf die Reihe kriegen würden, die haben eine Menge dazu zu sagen. Aber die Leute, die was konnten, die haben noch nie was Schlechtes gesagt. Warum? Weil die ganz genau wissen, wie schwer es ist, 1,5 Stunden in Richtung Kamera zu reden, ohne Schnitt. Ich lade euch ein, jeder, der meine FMAs scheiße findet, nehmt ein Mikro, geht auf eine Convention, anschalten, 1 Stunde aufnehmen. Ungeschnitten, am Stück durch. Wenn ihr das durch habt, unterhalten wir uns nochmal über die Höhe meiner Schöpfung oder meiner Kreation, meiner Kreatur. Oder wie scheiße ich bin. Ich lade euch alle ein. Macht das mal. Nehmt euer Handy, 1 Stunde auf eine Convention, moderiert 1 Stunde durch, alle Leute, alle Veranstalter, alle Stände. So, macht das. So, und wenn ihr das gemacht habt und euch das Video von euch dann anschaut und euch eins von meinen neben dran legt, dann werdet ihr vielleicht feststellen, dass ich möglicherweise ein alter Lappen bin. Aber wenn ich ein alter Lappen bin, dann seid ihr Lumpen wahrscheinlich, wenn ihr das noch nicht 20 Mal gemacht habt. Viel Spaß, ihr seid eingeladen. Ist auch völlig in Ordnung. Wenn ihr das erste Mal macht, ist das scheiße. Das war bei mir auch scheiße. Ist auch, da sage ich auch nichts Schlechtes in dem Sinne dazu. Es ist sehr gut, dass ihr das erste Mal gemacht habt. Dafür werde ich euch extrem loben. Ja, sagen, ja, okay, schön, dass du es hingekriegt hast. Sau geil. Du hast ein paar Sachen gemacht, würde dir wahrscheinlich auffallen, damit bist du nicht glücklich. Aber beim nächsten Mal machst du es besser. Ist ja kein Thema. Bei mir lief das auch so. Auf die Art und Weise hat sich jeder, der irgendwas auf dem Kasten hat, bei mir immer geäußert zu den Sachen, die ich mache. Diejenigen, die im Leben noch nie irgendwas gemacht haben, die haben dann Worte gefunden wie gequirlte Scheiße. Ich meine, seine Bachelorarbeit nicht anzufangen und die ersten 3 Sätze nicht schreiben zu können, ist in der Tat eine Leistung, die einen dazu befähigt, jemand, der 1/2 Stunde am Stück strukturiert ein Video versucht rauszusprechen, verbesserungsfähig, natürlich heruntermachen muss. Ist ja klar, ne? Weil da ist man ja besser. Keine 3 Zeilen zu schreiben, ist immer besser als 1/2 Stunde reden, ne? Gekürte Scheiße. So Sachen, da lasse ich mich nicht mehr drauf ein. Keinen Bock, nicht mehr mein Ding. Problem ist aber, ich will. So. Habe ich alles erklärt? Ich will, ich werde, ich kann irgendwann. Ich mache viele Fehler. Und dann stehe ich da und alle Leute gucken nur noch und sind peinlich berührt, weil sie es nicht können. Und dann hassen sie mich. Und das Schlimme für mich ist, es gibt niemand mehr anderen da draußen, den ich gesehen habe in den letzten Jahren, die wirklich was auf die Kette kriegen, wirklich Bock haben. Und das nimmt mir die letzte Lust zu leben. Den Rest des Lebens entweder allen Leuten zu erklären, was es bedeutet, ich will,
und daran zu scheitern oder mit niemandem mehr was zu tun zu haben. Und dann werde ich jetzt mal noch mal Runde alleine Longboard fahren gehen, weil ja niemand Longboard fahren kann und nicht lernen will. Weil man kann das ja auch nicht, dann könnte man ja hinfallen und man könnte ja irgendwie Spaß haben auch dabei oder irgendwas. Ne? Aber so, dann mache ich das halt alleine. Bis zum nächsten Mal auf Patricks Vlog. Tschüss.